Brahmo Samaj, der Name einer indischen Reformbewegung, begründet von einem Meister namens Ram Mohan Roy im Jahr 1828. Brahmo Samaj hat so die Erneuerung des Hinduismus in die Wege geleitet, hat auch letztlich die Erneuerung des Yoga mit ermöglicht. Brahmo Samaj begann in Bengalen, also wo heutige Bangladesch und östliches Indien. Kalkutta war ja die Hauptstadt des Bundesstaates Bengalen. Brahmo Samaj ist eine interessante Reformbewegung. Brahmo Samaj wollte Pujas aufgeben, wollte die Verehrung Gottes über Bilder und Murtis aufgeben, wollte die Veden aber weiter als höchste Autorität pflegen und wollte spirituelle Tradition begründen, jenseits von Kasten, jenseits von altmodischen Gepflogenheiten. Brahmo Samaj wollte den Hinduismus bereit machen für die moderne Zeit. Dazu muss man natürlich sagen, damals gab es das Wort Hinduismus noch gar nicht. Es gab nur eine Fülle von verschiedenen spirituellen und religiösen Systemen in Indien. Und manche waren ziemlich veraltet, manche waren ziemlich abergläubig. Und insbesondere war dort immer dieser Kastenglaube und die Reinheits- und Unreinheitsregeln und so weiter. Und Brahmo Samaj wollte all das ablegen. In Brahmo Samaj sollte die Hochreligion bleiben, sollte die Verehrung Gottes bleiben, sollte auch über Brahman nachgedacht werden, über das Absolute. Brahmo Samaj war so eine Mischung von Bhakti an Gott ohne Form und Vedanta-Verehrung Gottes im Absoluten. Brahmo Samaj sah auch die Verehrung Gottes in Menschen und in Gestalten als besonders wichtig an und sah auch im politischen Engagement für die Freiheit aller Menschen, für Demokratie, für Menschenrechte, gegen Armut und gegen Korruption und später auch gegen die Kolonialmacht ein wichtiger Aspekt. Also Brahmo Samaj, idealistische Bewegung in Indien, begonnen 1828 und bis heute gibt es Anhänger von Brahmo Samaj. Auch Swami Vivekananda stand dem Brahmo Samaj nahe, wie auch viele andere Yogameister. Die meisten haben dann aber wieder die Beschränkungen von Brahmo Samaj aufgegeben und durchaus auch wieder Gott verehrt als Durga, als Lakshmi, als Kali, als Saraswati, als Krishna. Brahmo Samaj hat eben als Nachteil, dass so ein bisschen das Herz der Gottesverehrung, Pujas und diese wunderbaren Kirtans dort wegnimmt und stattdessen mehr die abstrakte Gottesverehrung befürwortet. So hat Brahmo Samaj viele Vorteile, hat auch leichte Beschränkungen. In gewissem Maße kann man sagen, die modernen Yogameister haben einige der Gedanken von Brahmo Samaj aufgegriffen, haben aber auch die klassische indische Spiritualität bewahrt und letztlich so eine tiefe Spiritualität entwickelt, die für die Moderne sehr passend ist und sehr modern ist.